Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von eurem Dragon Ball Fan 91. Leute, heute gibt es wieder ein Booster Opening. Doch vorab möchte ich kurz sagen, ich habe jetzt seit dem neuesten auch einen Instagram-Account. Wenn man Lust hat, kann man den auch folgen. Ich folge auch gern zurück. Man kann auch mit mir gern chatten darüber. Ist alles kein Problem. Aber kommen wir zurück zur eigentlichen Sache. Wir machen heute wieder ein Booster Opening. Und zwar hier unten rechts haben wir Miraculous Revival. Das hatte mir echt sehr gefallen. Da habe ich mir gedacht, komm, da gönnst du dir gleich mal noch eine Packung. Ich würde sagen, ich stelle mal kurz die Verpackung an sich vor. Also hier geht es um Janemba, Shenlong, Gogeta, Freezer C17, Super C17. So sieht sie hier seitlich aus mit Yanchu, Muten Roshi. Wir haben hier eine Secret Rare, 11 Special Rares, 11 Super Rares und 18 Rares. Insgesamt 221 Karten. Und hier ist noch der rote Shenlong von GT, der kleine Son Goku, Son Gohan mit Shenlong. Genau, Leute, heute werden wir das öffnen. Ich werde auch aber nicht das komplette Set öffnen. Ich werde jeweils nur 7 Booster öffnen. Und 3 Booster werde ich auf Instagram hochladen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, ich mache da so kurze 30 Sekunden Videos, werde ich dort dann öffnen. Könnt ihr auch gerne über Instagram dann 3 Booster Openings sehen. Dann würde ich sagen, wir bereiten uns mal langsam darauf vor, Leute. So, haben wir uns auch unseren berühmten Schweizer Taschenmesser geholt, um die Verpackung ja auch sauber aufzuöffnen. Ja, gerade wisst nicht so genau. So, jetzt. Also wie gesagt, ich habe schon 3 Videos darüber, wie ich 24 Booster geöffnet habe auf meinem Channel. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und natürlich, sehr traditionell, machen wir es wieder so. Wobei das ja schon im Hintergrund da ist. Hier ist unsere Special-Karte. Unser maskierter Saiyajin. Die hatten wir auch schon beim letzten Mal. Jetzt haben wir die halt doppelt. So, die lege ich mir gleich zur Seite. Dann würde ich sagen, ich lege mal 7 Stück raus und wir fangen dann direkt an. 1. So, 7 Stück rausgelegt, Leute, das lege ich zur Seite. So, und gleich geht's dann los. So, mal schauen, was uns im ersten Booster Pack erwartet. Wir fangen gleich mal an mit der Awaken-Card von Yanchu, der Hungry Wolf. Mit seiner Wolfstechnik. Sehr geile Karte. Military Commandant Frieza. Auch sehr geil. World Peace, Vegeta, die kennen wir ja schon alle halbwegs. Geiler Frieza. Und hier der Anabol Muten Roshi. Und Oob. Trunks, Kaioshin, noch nicht die letzte Card of Justice und die letzte Karte ist, wir fangen mit einer Rare an, Spirit Sparge Super Saiyan Trunks, nice, gleich mal zum Vater, so, oh, hier nicht so, jetzt. Und eine Wish-Karte, Tiny Warrior Song Goku. Pila. Hinten Pila. Und dann wird der Song Goku klein. Grandpa Gohan. Muten Roshi. Auf der Defi-Phase. Freezer. Muten Roshi auf einer Wohlphase. Piccolo. Trunks. Song Goku. Der Jinhan. Und. Ach, dessen Namen vergesse ich andauernd. Ist noch nicht die letzte Karte, wieder der Kaioshin. Und die letzte ist diesmal wieder eine Rare. Die haben wir schon beim letzten Mal, das weiß ich noch. C18. Gut. Jetzt haben wir 2 Rare-Karten. Jetzt kann es nur noch besser werden, würde ich sagen. Olong Swish. Ja, was wünscht er sich? Ein Damenhöschen. Freezer wieder. Und Gotenks.
Songroten. Pool. Hidden Feelings, wieder Vegeta, wieder der Kai, dreimal hintereinander, Hattrick. Und Upsamage Technik. Bitter Pass Ginyu. Noch nicht die letzte Karte, Tension an. Und jetzt die letzte Karte. Jetzt haben wir eine Super Rare, Leute. Wir haben Super 17 Cell Absorbed. Aber ich glaube, die habe ich auch schon. Jetzt habe ich die doppelt, aber egal. Diese Karte sieht geil aus. Solche Karten können gern doppelt vorkommen. Sehr nice. Gefällt mir. So, Booster Nummer 4. Wir fangen an mit Grandpa Gohan. Dragon Ball Seeker Sorbe. Chi-Chi. Bulma und hier Freezer, wie er in zwei geschnitten wird, auch eine geile Karte. Rildo, der Gott, der Ex-Gott. Ah, den Namen habe ich auch vergessen. Freezer, ja, gerade im Angriff. Oh! Oh Leute! Das wird jetzt glaube ich komisch. Ich habe jetzt eine Rare und dahinter ist noch eine Karte. Ich will es jetzt nicht aussprechen. Mal gucken, was die letzte Karte ist. Wir haben erstmal Super Saiyan 17. Ich kann's nicht glauben, nein! Wir haben wirklich eine Secret Rare, Leute! Schaut euch das an! Das ist meine allererste Secret Rare! Ich kann es nicht glauben! Miraculous Fighter Super Saiyan 3 Gogeta! Oh mein Gott! Ich kann es nicht glauben! Wir haben eine Secret Rare gezogen, Leute! Scheiße, Alter! Erstmal, wir haben hier eine Rare und ich habe mich schon gewundert. Da ist noch eine Karte. Ich konnte es aber nicht glauben. Wir haben eine Secret Rare. Wir haben die Karte, die nur einmal vorkommt. In, ich glaube, 24 Boxen kommt die einmal vor. Und wir haben die eiskalt gezogen. Leute, wir alle. Nein. Scheiße. Scheiße. Ich kann es nicht glauben. Eine Secret Rare. Leute. Nein, ich kann das nicht glauben. Wie soll ich jetzt die anderen 7 Booster noch öffnen oder die 14? Oh, die Folge kann man nicht toppen. Ach Gott, ach Gott. Nein, ich kann das nicht glauben. Okay, Leute, jetzt ist es mir wirklich egal, was noch kommt. Oh Mann, scheiße, ey. Ich hab sogar ein bisschen angefangen zu schwitzen. Oh. Geil, Leute, wir haben eine Secret Rare. Mir ist echt egal, was ich jetzt noch ziehe. Oh, ich gehe jetzt einfach durch, Leute. Ich kann jetzt nicht mehr sprechen. So, ich warte jetzt nur noch auf die letzte Karte, Dr. Wu. Oh Mann. Wie soll man das noch toppen, Leute? Oh, okay. Wir haben eine geile Holo-Karte, Infernal Messenger. Die beiden. Ja, wie soll man die nehmen? Dr. Hero, Dr. Mu, ja, Dr. Kanshin, die Professoren, die C17 hergestellt haben. Den Super C17. Mal gucken, was die letzte Karte ist. Die letzte Karte ist die Awaken-Karte von Janemba. Gut, jetzt habe ich die, glaube ich, dreimal. Oh Mann, Leute. Leute, krank. Nein, ich kann es nicht glauben. So, Pan, Soul Punisher, die falsche Fusion, Freezer, Shenlong, Vegeta, C17, Dende, Son Goku, C17, Tenshin an, die letzte Karte ist, oh, die habe ich nicht, Shenlong the Wish Granter, eine Super Rare, Leute, und zwar Shenlong, die Karte ist selten, also nicht so selten wie das davor. Aber ey, die Karte ist selten und die sieht auch mega aus mit dem goldenen Hintergrund, Leute.
Krank, wir haben Shenlong gezogen. Hier unten gehen die Dragon Balls auf. Alle. Was ist hier los? Was habe ich heute für ein Glück? Was ist das für ein Booster-Opening? Oh, Leute. Leute, ey. Ey, das wird ja. Das ist ja. Diese Shenlong-Karte. Wir haben die Secret Rare. Wie soll man das jetzt noch toppen? Wenn hier eine Special Rare rauskommt. Ich verspreche mir schon, eine Special Rare rauskommt. Dann weiß ich nicht mehr weiter, Leute. Wir haben Chu. Freezer. Ach, ich gehe jetzt einfach durch, Leute. Zweimal Piccolo hintereinander. Son Goku. Nappa. Shocking Death Ball. Trunks. Krillin mit Haaren und Knackenschnurrbart. Die letzte Karte ist Gogeta Hero Revived. Eine Super Rare wieder. Leute, wir haben wieder eine Super Rare. Was ist hier los, Mann? Was ist hier los? Ich komme gerade nicht mehr klar. Wir haben jetzt, glaube ich, drei Super Rare, Leute. Ich schaue mir jetzt nochmal alle Karten an. Wir haben Gogeta als Super Rare. Diese Karte sieht schon krank aus. Der Held, der im letzten Augenblick kommt. Richtig geile Karte. Davor ziehen wir einfach Shenlong. Dann die Awaken-Karte von Yanemba. Wir haben die hier noch extra dazu. Dann haben wir die Super Rare von C17. Okay, wir haben ein bisschen schwach angefangen, aber was ist ein schwacher Anfang? Wenn man am Ende, Leute, eine Secret Rare in der Hand hält, schaut euch das an, goldschwarz. Oh, die Augen kommen richtig killer raus. Das habe ich auf dem Channel noch gar nicht gehabt. Eine Secret Rare, Leute. Leute, diese Folge ist untoppbar. Wir haben nur 7 Stück geöffnet, nicht wie immer 8. Und mittendrin diese Karte, Leute. Das ist die wertvollste Karte, die ich habe. Die geilste Karte, die geil aussehendste Karte. Hier noch der Totenschein. Miraculous Fighter Super Saiyan 3 Gogeta, Leute. Ich würde sagen, mit diesem Bild verabschieden wir uns. Halten wir es in die Kamera. So. Mit diesem Bild kann man sich verabschieden, Leute. Ich hoffe, ihr habt in dieser Folge genauso mitgefiebert wie ich. Unser Fiebern hat sich ausbezahlt. Ich weiß schon gar nicht, wie ich die anderen Booster alle öffnen soll. Die nächsten Folgen können kaum noch das hier toppen. Und ja, Leute, viel Spaß auch beim nächsten Video. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Bis zum nächsten Mal einfach, Leute. Euer Dragon Ball Fan 91.